So, ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute mal in etwas ungeformter Form, sag ich mal. Ich würde auch gerne mich filmen, aber es ist leider so dunkel schon. Aber ich wollte gerne mal zu was sagen. Ich bin gerade jetzt hier unterwegs und habe gedacht, mache ich mal ein Video. Und zwar hatte ich mir letzte Woche das erste Mal Octalus angeguckt. Ja? Den werden viele jetzt von euch kennen, die älteren Hasen, sag ich mal. Ich kenne noch nicht, oder kannten noch nicht. Ich glaube, hier Vitas Film Collection hat auch öfters mal gesagt, den wünscht er sich auf Blu-ray oder hat er den mal auf Blu-ray gehabt, ich weiß es jetzt nicht. Und ja, leider gibt es den Film nur auf DVD, relativ teuer, war mir zu teuer, glaube 20 Euro für die DVD und noch ein Jewel Case, die mag ich nicht. Neu irgendwie 50 oder 44 Euro bei Amazon, ja, bin ich raus. So, guckt er, bei Amazon kann man, ist der Film nicht mal gelistet, den kann man sich nicht mal ausleihen oder kaufen. Ich weiß nicht warum, der Film ist jetzt zwar schon alt, aber ja, geht eigentlich und ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall kann man sich, also wer das nicht weiß, den Film bei, kann man sich bei YouTube komplett ansehen. Also in HD und alles. Und ja, habe ich mal angeguckt, was soll ich sagen, war richtig gut. Also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber es geht ja hier um so eine Kraken, ist ja auch schon fast so ein Trash-Film mit einem Ende, wo viele bestimmt auch sagen, ich will jetzt nicht verraten, aber warum kam da nichts? Also ich will, mehr will ich nicht sagen. Richtig cooler Film auf jeden Fall. Mit so einem, habe ich ja gesagt, Krakenmonster. Und ja, der war echt gut, spielt ja dann hauptsächlich auf dem Schiff mit Fweet Williams, sag ich mal. Und der hätte auf jeden Fall eine Blu-ray verdient. Oder warum kommt da nicht? Kein Mediabook, nichts. Den Film kann man nicht mal mehr bei Amazon kaufen, leihen etc. digital. Ja, das wollte ich euch nochmal sagen. Auf jeden Fall hätte ich den geguckt. War echt geil. Würde ich mir vielleicht nochmal angucken. Schade eben, dass da nichts gibt. Keine Blu-ray, aber ja. Das nochmal dazu. Bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.